Hallo zu Einfach Thermomix. Ich habe heute ein paar Hacks für Beginner, also für diejenigen, die sich gerade frisch einen Thermomix zugelegt haben, damit es euch an nichts mangelt und ihr immer alles da habt, was ihr braucht. Man macht plötzlich sehr viel mehr selber, was man vorher vielleicht gekauft hat, also Pasten, Marmeladen, Getränke. Und dafür braucht man natürlich auch Behälter, also Einmachgläser, Weggläser etc. Und deswegen ist es sinnvoll, sich einen Grundstock an Einmachgläsern anzulegen. Man braucht Körner und Nüsse aller Art, Reis und Hülsenfrüchte und da ist es sinnvoll, sich Trockenvorratsbehälter zu besorgen. Das schützt nämlich vor Mehlmotten und sorgt auch noch für Ordnung. Kleiner Tipp, achtet dabei auf unterschiedliche Größen, weil Trockenvorräte ja auch unterschiedliche Füllmengen haben. Plötzlich bekommt der Gewürzschrank Zuwachs, also bei mir war es zumindest so. Ich habe mich vorher oft nicht getraut, mit exotischen Gewürzen die zu kombinieren oder habe mir gedacht, ich kaufe die nicht, weil ich brauche sie eh nur einmal. Das ändert sich alles mit dem Thermomix, denn man braucht die wirklich oft genug. Kleiner Einkaufstipp von mir, Gewürze, die man sehr oft braucht für den Thermomix, sind Curry, Kümmel, Majoran, Paprika, Rosenscharf und Kurkuma. Generell verändert sich das Einkaufsverhalten, weil man macht plötzlich Dinge viel eher selber. Also zum Beispiel macht man Vanillezucker selbst, Puderzucker macht man selbst. Du kannst ganze Körner kaufen, anstatt Mehl zu nehmen oder ganze Nüsse. Du kannst einen Käse am Stück kaufen, anstatt ihn schon gerieben oder klein zu kaufen. Ja, also im Grunde genommen kann man alles selbst machen. Dann stehen plötzlich vielleicht auch ein paar mehr Öle im Schrank, als man es vorher gewohnt war. Und die sollte man auf jeden Fall dunkel lagern. Mein Einkaufstipp, Öle, die ihr hier besonders oft braucht, sind Rapsöl, Erdnussöl, Kürbiskernöl und Olivenöl. Natürlich der Klassiker. Ohne Olivenöl geht gar nichts. Eine Grundzutat, die man auch oft braucht, sind Kartoffeln und auch Zwiebeln. Und da habe ich einen kleinen Geheimtipp, den ich sehr, sehr gerne benutze zum Lagern. Die müssen ja dunkel gelagert werden. Deswegen packe ich die einfach in Zeitschriftensammler in meinen Schrank. Noch mehr Tipps und leckere Rezepte zum Thermomix findet ihr hier. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, jeden Donnerstag kommt ein neues, dann einfach hier kostenlos auf Abonnieren klicken. Ich freue mich auf euch. Tschüss!